Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nicola Herrmann, das ist meine Tochter Jule. Ja, und wir sind heute in Keksmission unterwegs. Das heißt, unser oder mein 10. Zuckerhack hat heute das Thema Kekse, und zwar Kekse, die ihr guten Gewissens essen könnt, euren Kindern sogar mit in die Schule geben könnt. Also die Kekse, die wir gleich machen, die eignen sich auch wunderbar für die Brotbox. Und es ist ein Keksrezept, was absolut erweiterbar ist. Das heißt, das ist so ein Rezept, da kann man eigentlich alles mitmachen. Die beiden Grundzutaten sind eigentlich nur Haferflocken und, wie gibt es das mal? Genau. Und in diesem Falle Datteln, Dattelsüße. Ja, oder Dattelpaste, wie immer man das nennen möchte. Die Dattelpaste, die machen wir eigentlich immer selbst. Das heißt, ich nehme Datteln und nehme die ungefähr die Hälfte an Wasser dazu. Das heißt, wenn ich 100 Gramm Datteln habe, nehme ich so 50, 60 Gramm Wasser, je nachdem. Manche Datteln sind schon weicher, manche sind härter und je nachdem muss ich da mehr oder weniger Wasser zugeben. Also sie sollte nicht härter sein als das hier. Ne, das ist schon eher eine Paste als ein Sirup und deswegen sollte das so das Minimum an, sag mal, Konsistenz haben, weil es halt ansonsten sich hinterher so schlecht auch verteilt. So, wer jetzt keine Datteln da hat, der kann das Ganze auch mit Banane machen. Ich habe das auch schon mit Banane auf meinem Blog stehen und jetzt waren in der letzten Zeit so oft Kommentare, kannst du mal auch was mit ohne Banane machen? Die Sachen sehen immer so gut aus, aber ich mag überhaupt keine Banane. Ja, also für die, die Banane mögen, es ist auch wunderbar, um reife, ganz wichtig, reife Bananen halt noch zu verbrauchen. Auch gerne, wenn die schon so ein bisschen braun sind. Wenn die noch so grün sind, dann funktioniert es nicht so gut, weil da sollte schon der Fruchtzucker da sein und die volle Süße da sein. Aber heute, finde ich, passt das ganz gut, die Datteln auch zu unserem Keks, weil wir haben uns überlegt, im Zuge von die ganzen Spekulatius stehen jetzt im Regal und Dominosteine und irgendwie hat man ja schon auch ein bisschen Lust da drauf. Aber wenn ihr mir hier folgt, dann werdet ihr auch noch in den nächsten Tagen Bilder sehen, wie viel Zucker wo drin ist. Und deswegen ist es eine gute Alternative, halt seine Kekse selber zu machen. Und wie gesagt, wir machen sie jetzt komplett ohne Zucker, also zuckerfrei. Halt so, dass ihr sie wirklich gut mit in die Brotbox geben könnt. Oder auch einfach nachmittags natürlich. Ne? Wir machen die für heute Nachmittag, für unser Kaffee trinken heute Nachmittag. So, aber ich jetzt, glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Jule, leg doch einfach mal los. Ich schwenke die Kamera so, dass ihr die Schüssel gut sehen könnt. Hm? So, fängst du einfach mal an. Was machst du als erstes? Als erstes geben wir die Haferflocken in die Schüssel und die Dattelsüße dazu. Genau. Genaue Angaben zum Rezept machen wir euch auf unserem Blog. Wir haben jetzt hier ein halbes Rezept genommen, weil wir ja schon welche gemacht haben. Ach so, genau, Jule, die haben wir überhaupt noch gar nicht in die Kamera gehalten. So sehen die hinterher fertig aus. Ja, also wir haben natürlich schon welche vorproduziert. Und deswegen ist das, was ihr jetzt hier seht, ein halbes Rezept. Aber normalerweise nimmt man 200 Gramm Haferflocken. Boah, Jule, da hätten wir uns eine leisere Schüssel suchen sollen. Ne? Ich mache ganz schön viel Krach. 200 Gramm Haferflocken. Und dann fand ich es eigentlich ganz gut, so mit 140 Gramm Dattelsüße. Da könnte aber auch mehr oder weniger nach Geschmack. So, dann hatten wir ja schon für unseren Spekulatius-Aufstrich, den wir gemacht haben im Zuckerhack, hatten wir noch Spekulatius-Gewürz über. Und deswegen gehen wir jetzt, weil wir da Lust drauf haben, Spekulatius mit dazu gewürzt.
Das kann man kaufen, das kann man selber machen, je nachdem. So, und das muss dann auch nochmal wieder schön verrührt werden. Und guck mal hier, ich gebe dir mal den, der macht nicht so viel Krach. Das ist schon gut, wenn man zu zweit ist. Ne? So, dann räume ich den weg und dann kannst du das damit machen. Ist besser, ne? Mhm. So. Also, ihr rührt das einfach alles nur zusammen. Und ganz zum Schluss kommen jetzt hier noch Mandeln dazu. 50 Gramm Mandeln kommen dazu. So, und das war jetzt auch schon das Alleranstrengendste, sag ich jetzt mal. Ihr seht, das ist ein Rezept, da kann man alles Mögliche mitmachen. Also ihr könntet jetzt auch Zimt dran geben oder Vanille oder ihr könntet Haferflocken, Rosinen dran tun. Also das ist echt ein Rezept, da ihr braucht eigentlich nur die Haferflocken und irgendwas zum Kleben. Ja? Also dass euch das hinterher nicht auseinanderfällt. Das ist eigentlich wichtig. Und ansonsten seid ihr da wirklich frei, eurer Fantasie und vor allen Dingen, was eure Familie mag, freien Lauf zu lassen. Vielleicht noch, wenn ihr einen Essanfänger in der Familie habt, also Kinder zwischen 11 und 18 Monaten, da könnt ihr das super gut machen, dass ihr einfach nur die Dattelsüße oder nur die Bananen nehmt und dann nichts dazu, also keine Nüsse oder so, wo die sich dran verschlucken könnten. Und dann habt ihr einen super tollen ersten Keks. Genau, so, die Jule bedeutet mir, ich soll nicht so viel erzählen. Und jetzt machen wir weiter. Und zwar, was jetzt kommt, ist relativ wichtig. Und zwar, ihr seht, es ist ein bisschen bröselig hier. Und ihr müsst die Kekse wirklich gut, entweder mit dem Löffel oder Jule macht es mit den Händen, mal gucken. Ich glaube, das geht am besten mit dem Löffel. Aber versuch mal. Ich mache es mal einmal mit dem Löffel. Ja. Also die Sachen sollten einmal so zusammengedrückt werden. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So, ja. Damit das hinterher ein bisschen zusammenpappt. Ganz zur Not. Ich glaube, Jule, weißt du was? Aus irgendeinem Grund ist der trockener als der von vorhin. Ich gebe da noch ein bisschen Wasser dran. Das ist live. Also, wenn ihr merkt, wieso wie unser, ne, dass der jetzt irgendwie ein bisschen schwierig dazu überredend ist, zusammenzuhalten, dann gebt da einfach noch ein bisschen Wasser dran. Warum er auch immer er das jetzt tut. Vorhin ging es, die erste Charge war völlig in Ordnung. So, und dann seht ihr schon, das pappt jetzt ein bisschen besser und ihr könnt es gut zusammendrücken. Entschuldigung, Jule, jetzt habe ich dir deinen Job hier weggenommen. Damit das dann hinterher auch schön zusammenhält. Ja? Weil ihr wollt ja kein Knuspermüsli draus machen, sondern es soll ja auch ein Keks werden. So, okay. So sieht das Ganze dann aus. Und damit legt ihr dann einfach das ganze Blech voll. Okay. Ich glaube, das machen wir gleich in Ruhe fertig. Ne? Ja. Okay, oh, guck mal, die Linda ist dabei. Hallo Linda. Ja, schön, dass ihr da seid. Das war unser Keksrezept am Sonntag. Habt ihr Fragen? Habt ihr Anregungen? Ansonsten, wie gesagt, können wir euch nur raten, versucht es einfach mal aus. Ihr könnt es so doll süßen, wie ihr es gerne hättet, wie es für euch passt. Und wie gesagt, wenn ihr seht, es ist zu bröselig, so wie wir gerade im ersten Angang, gebt einfach noch ein oder zwei Esslöffel Wasser mit dran und dann funktioniert das Ganze nämlich auch so, dass das dann auch zusammenhält. Die Melanie sagt, lecker, ja schön. Ja genau, wir sind schon wieder fleißig, weil Zuckerhack Nummer 10 wollte jetzt endlich fertig werden. Und damit sind jetzt meine Zuckerhacks nämlich sozusagen fertig. Ihr findet sie bis zum 30.09.
alle noch auf meinem Blog. Also wer die sich gerne nochmal zusammen angucken möchte, nochmal eventuell ein Rezept runterladen möchte, kann das sehr gerne tun. Und danach wird das Ganze nämlich ein E-Book werden. Also von daher, wer jetzt noch schnell ist, kann sich alle Sachen noch schnell ausdrucken. Und wer sagt, oh nee, ich hätte das lieber gesammelt und irgendwann mal in hübsch alles zusammen, dann wartet ihr einfach aufs E-Book. Und da findet ihr dann, wie gesagt, alle Rezepte. Ich habe inzwischen ein bisschen den Überblick verloren. Irgendwie 15 bis 20 Rezepte werden es werden. Die ihr dann habt, um wirklich Zucker zu sparen, ganz, ganz einfach im Alltag, also was nicht viel Mühe macht. Ihr habt ja jetzt auch gesehen, auch diese Kekse sind ganz schnell zusammengerührt und die brauchen, genau, dann müssen wir vielleicht noch sagen, wie lange die im Ofen sein müssen. Also je nachdem, wie dick ihr die macht, so 10, 12 Minuten bei 180 Grad. Kommt immer ein bisschen auf den Ofen an. Ihr müsst halt gucken, die verbrennen halt relativ schnell. Also ich würde mal so auf 12 Minuten 180 Grad einstellen. Und wenn ihr dann merkt, ach, die können noch einen Moment, dann, ja, dann lasst ihr sie einfach noch einen kleinen Moment drin. Blöd ist einfach immer, wenn die verbrannt sind. Und wir zeigen nochmal das Endergebnis. Die sehen dann so aus. Und ja, und wie gesagt, denkt dran, die schön zusammen zu machen, damit die halt wirklich nicht so schnell auseinanderbröseln. Also das ist so der Haupttipp. Man kann die dann zwar immer noch gut essen, geschmacklich macht das ja keinen Unterschied, aber es ist schon schön, wenn einem der Keks nicht so in der Hand zerbröselt. Ja, gut, das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen total schönen Sonntag. Ne? Wir haben unsere Kekse jetzt fast fertig zum Kaffee trinken. Wir schieben jetzt noch die letzte Charge in den Ofen. Oder die Jule macht das, ne? Die Jule schiebt mir gleich die letzte Charge in den Ofen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst sehen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr unter dieses Video vielleicht eure Fragen oder sogar fertigen Kekse posten würdet. Total gerne. Ich bin immer sehr, sehr gespannt, was ihr in eurer Küche so zaubert. Gut, ich sag mal, habt noch einen schönen Tag, bis bald, eure Nicola und Jule. Tschüss.